und willkommen zu Folge 18. Wie im letzten Video schon gesagt, werden wir uns jetzt recht viel mit dem Thema Laserreinigung beschäftigen. Ihr seht das hier gerade schon. Und hier mussten wir uns erstmal so ein bisschen rantasten, wie wir das Ganze machen, vor allen Dingen eben im Unterschiff, da wo es eben dann jetzt eben aufgrund des Fußbodens auch schon recht dunkel drin ist. Und wir haben zwar Deckenlampen da reingehangen, aber wir brauchen schon recht punktuell genau dort, wo wir lasern, das Licht. Das sehen wir auch gleich im weiteren Verlauf noch. Und unabhängig vom Lasern sind natürlich auch andere Arbeiten parallel weitergegangen. Das ist jetzt immer so ein bisschen das Spiel. Während ich in einem Segment mit dem Laser beschäftigt bin, kann Basti in einem anderen Segment schweißen oder andere Arbeiten machen. Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen mit dem Laser, dass wir da uns nicht gegenseitig entsprechend behindern oder ja, vor allen Dingen Schaden nehmen durch die Abstrahlung vom Laser. Und so werden wir halt immer mal ein bisschen hin und her springen jetzt in den Videos. Und hier zeige ich euch jetzt mal in Echtzeit, unbeschleunigt, wie wir dann eben diese Teile reinigen. Ihr kennt die Thematik und Problematik, dass wir eben draußen bauen und dementsprechend den Rostansatz haben. Und somit war von Anfang an klar, dass wir hier irgendeine Technologie brauchen, um eben hinterher den Rost wieder sinnvoll zu entfernen, ohne da wochenlang dran rumzuschleifen, vor allen Dingen hier in den Ecken, wo man ja schlecht mit rotierenden Reinigungsmethoden wie eben Flex oder ähnlichem reinkommt. Und so haben wir uns ja schon vor einem Jahr den Laser hier besorgt, haben den ja auch schon des Öfteren gezeigt. Und jetzt kommt eben genau diese Zeit, wo er seinen hauptsächlichen Einsatzzweck hat. Nämlich genau hier überall die Schweißnahtvorbereitung. Ja, auch hier vorne an der Kante, da kommt später noch eine Aussteifung dran, die liegt hier schon am Boden. Und ja, so müssen wir eben jetzt hier alle Sachen immer vorbereiten, den Rost entfernen, beziehungsweise auch jeglichen anderen Schmutz entfernen, sodass wir da eben dann vernünftige Schweißnähte haben, ohne irgendwelche ja, Einschlüsse und schon gar nicht noch irgendwie Rost drunter. Und ja, dementsprechend wühlen wir uns hier jetzt mit dem Laser durch. Wie eben schon angedeutet, mussten wir uns ein bisschen daran tasten, wie wir am besten damit arbeiten. Jetzt nicht vom Lasern an sich, sondern wie wir uns quasi da auch ein wenig schützen. Denn natürlich das, was der Laser hier ablöst, geht natürlich als Kleinstpartikel in die Luft. Die will man also nicht unbedingt einatmen. Ich habe hier jetzt in dem Fall den Frischlufthelm mit an. Da der vom Gurt aber auf Basti eingestellt ist, war das jetzt hier eher suboptimal, weil ich im Grunde immer die Filtereinheit irgendwie hinter mir herschleifen musste. Und hier seht ihr jetzt mal kurz eine fertige, vorbereitete Naht. So sieht das Ganze dann also aus, wenn es vernünftig gelasert ist. Und während ich eben hier im Maschinenraum, im eigentlichen Maschinenraum lasere, kann Basti oben ein paar Aussteifungen montieren. Wir sind hier im Salonbereich. Wir müssen das an jedem Spand machen, über die komplette Bootlänge, überall auch die Kurven im Dachbereich. Müssen überall entsprechend diese Aussteifungen noch ran, wo sie noch nicht drin sind. Die haben wir uns auch mit der Biegemaschine entsprechend gebogen, sodass wir sie hier jetzt, ja, noch endgültig einpassen können von der Länge her. Die sind natürlich zum Biegen ein bisschen länger gemacht worden, als wir es jetzt dann hier im Einbau brauchen, damit wir vernünftig biegen können, also anpassen und dann einsetzen. Damit wir hier im Vorschiff dann auch entsprechend anfangen können zu schweißen, müssen erstmal oder muss erstmal unser provisorischer Boden rausgenommen werden. Den hatten wir im Herbst bei Folge 8 eingebaut. Ja, wie gesagt, wir springen ein bisschen hin und her. Nachdem ich eben die Motorraumsektion gelasert habe, muss die noch einmal gesaugt werden, weil natürlich das ganze abgesprengte Material hier drinnen liegt und sich natürlich vor allen Dingen dann in den unteren Ecken sammelt. Und somit, bevor was die hier ins Schweißen geht, muss das natürlich rausgesaugt werden. Unterdessen bin ich eben im Vorschiff jetzt und bevor ich dort wiederum anfangen kann zu lasern, müssen hier erstmal alle ja, Zugösen, die wir sowieso nicht mehr brauchen, an der Stelle entfernt werden. Sprich, die einmal mit der Flex abtrennen und dann wiederum mit einer anderen Scheibe ja, die Schweißreste entfernen, sodass wir da wieder auf dem glatten Blech sind. Ja, dieses Aufräumen ist natürlich auch eine relativ langwierige Arbeit, hier alle Ösen abzulösen und das wieder plan zu schleifen, braucht dann schon seine Zeit, ist aber eben entsprechend notwendig und muss gemacht werden. Und damit wieder zurück zu Basti, der eben jetzt hier beginnen kann,
das zu schweißen. Wir sehen hier die dicken Motorträger, die eigentlich an der Stelle links und rechts vorgesehen sind, eben die dicken Dieselmaschinen aufzunehmen, die wir ja entsprechend nicht haben. Nichtsdestotrotz ist das natürlich so der Hauptaussteifungspunkt hier, diese Träger. Daran hängt im Grunde nach vorne und hinten alles und die werden entsprechend eben hier auch komplett durchgeschweißt. Ihr werdet das an anderen Stellen noch sehen, dass wir immer wieder, ja, ich sag mal so 5 cm schweißen, dann ist 10 cm Luft, 5 cm schweißen. Das ist eben genau das, was der Schweißplan hier an der Stelle vorgibt. Wiederum eben hier diese Hauptträger, die ja auch recht dick sind. Ihr seht hier oben drauf auf dem Träger das gerade Blech. Das ist dann mit 10 mm halt schon recht dick, aber ist eben entsprechend, wie gerade schon gesagt, die Hauptaussteifung. Dementsprechend einmal komplett hier schweißen. Auch das braucht natürlich seine Zeit. Und was ihr auch seht, ist das, was die immer wieder hier von links nach rechts wandert. Auch das natürlich, um den Verzug im gesamten Schiff so ein bisschen zu verhindern. Immer wieder das Wechseln. Und jetzt sind wir hier schon im Heckbereich angekommen. Während Basti nämlich dort schweißt, bereite ich hier am Heck den Einbau noch der Abschlussplatte zwischen Badeplattform, auf der ich hier gerade hocke, und eben dem Außenbereich vor. Auch da wieder mit dem Laser alles sauber machen, reinigen. Und dann können wir dieses Teil, was wir am Ende des letzten Films vorbereitet haben, ich kann euch das hier vielleicht nochmal gleich verlinken. Das vorbereitete Teil passt hier auch prima rein. Noch kurz unten einen überstehenden Schweißpunkt wegnehmen von den Blechen, die wir dort gesetzt haben am Ende der Rundungen. Und dann kann es entsprechend eingesetzt werden. Hier sind natürlich immer noch die Hilfsträger drin und ihr seht auch die senkrechten Hilfsstützen vom Dach. Die brauchen wir natürlich immer noch, solange bis wir jetzt eben hier diese Rückwand eingebaut haben und ausgesteift haben. Erst dann ist es eben möglich, die rauszunehmen. So, was wir jetzt auch gerade sehen, dass wir jetzt im Moment über die Leitern nur noch aufs Boot kommen, weil wir den Türausschnitt zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht haben. Da hatten wir uns entsprechend dagegen entschieden, weil natürlich in dem Moment, wo wir hier rechts den Türausschnitt reinmachen würden, das ganze Teil in sich instabil geworden wäre. Und somit fanden wir es jetzt hier an der Stelle sinnvoller, das erstmal so einzusetzen, auch wenn wir hier kurz klettern müssen. Hier das erste Aussteifungsblech nach innen nochmal zu setzen. Daran wird sich dann später nach links weg unsere Außensitzgruppe anlehnen. Und nachdem das eben entsprechend gemacht ist, können wir hier auch den Türausschnitt reinsägen bzw. eben das Blech rausnehmen. Das werden wir uns natürlich beiseite stellen, weil das hinterher natürlich als Tür wieder eingebaut werden kann, wenn es entsprechend aufbereitet ist. Also kein Reststück, sondern brauchen wir noch. Und damit geht es dann jetzt nochmal in die Mittelsektion. Nachdem wir eben die unteren Motorenträger da verschweißt haben, können wir jetzt in den nächsten Ebenen sauber machen. Und wir sehen jetzt hier schon, dass wir hier die Änderungen an zwei Stellen haben. Zum einen haben wir jetzt hier eine Absaugung mit drin, um eben diese fein gelösten Teilchen direkt mit rauszusaugen. Und zum anderen mit der Stirnlampe ist einfach dann ein viel besseres Licht genau an dem Punkt, wo wir eben lasern und um da eben wirklich genau zu sehen, dass es auch sauber ist. Und nachdem gereinigt ist, kann natürlich auch hier wieder geschweißt werden. Ich habe jetzt das Ganze hier noch mal so ein bisschen näher geholt mit der Kamera, dass ihr das mit der Absaugung noch so ein bisschen genauer sehen könnt. Mit der Absaugung hat das jetzt dann echt gut funktioniert. Die saugt hier wirklich kräftig alles weg, was da irgendwo sich in die Luft begibt. Das hat echt klasse funktioniert. Ja, im nächsten Schritt hätte ich euch jetzt sehr gerne gezeigt, wie wir hier links auf dem Umgang die Aussteifung aufgebracht haben und den Unterbau für das spätere Geländer, aber das sollte als Puff-Aufnahme bei Basti passieren. Leider sonst die Kamera so ein bisschen nach unten gekippt, sodass ich euch jetzt hier wunderbar minutenlang hätte Knie und Füße zeigen können, aber ihr von der eigentlichen Arbeit überhaupt nichts gesehen hättet. Somit fehlt dieser Teil leider und ja, da müssen wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr drauf achten, dass man das sieht. Und somit kommen wir wieder in den Heckbereich. Hier müssen wir natürlich obendrauf auch noch das Abschlussblech montieren. In dem Fall, das ist ein geplasmatisches Teil, was aus den Originalbauplänen kommt. Dadurch, dass die Rundung hier aber ja ein kleines bisschen anders ist, als das da vorgesehen war, müssen wir das jetzt hier noch ein bisschen anpassen. Sprich, wir flexen es an ein paar Stellen ein und biegen es dann entsprechend so, dass es sauber auf dem Rundungsstück aufliegt und eben überall überdeckt. Ja, zwischendurch sind auch immer mal wieder Wartungsarbeiten am Schweißgerät nötig, Düse tauschen oder ähnliches. Das gehört eben auch einfach dazu. Und
Somit sind jetzt hier an den Rundungen eben auch die Abschlüsse dran und wir können das Gleiche hier noch auf dem Hecksegment machen, eben dieser Trennung zwischen Wohnaußenbereich und Badeplattform. Auch dort muss abschließend oben noch ein Blech drauf. Da haben wir uns auch bewusst dafür entschieden, das erst hier vor Ort zu machen, damit wir es an den restlichen Bestand entsprechend anbringen können. Rechts steht es sowieso über und somit haben wir hier ein sauber durchgehendes Abschlussblech. Dementsprechend konnte auch der letzte Hilfsträger, der hier quer eingebaut war, entsprechend raus und ja, noch ein bisschen feinarbeiten. Und wir können somit jetzt hier zu unseren neuen, oder was heißt neuen, zu den Stützen kommen, die wir hier eben einbauen wollen, die wie gesagt nicht in den Originalbauplänen vorkommen, die wir extra haben wollen, damit wir da eben entsprechend später die Persennings dran anschließen können und nicht eine komplette rundum hier ums Heck haben, sondern eben diese drei Einzelteile. Das ist im Grunde hier dann auch ganz stinknormaler Winkelstahl, den wir hier einsetzen. Nichts Besonderes. Ja, muss halt reinpassen und dann seinen Zweck erfüllen. Wir haben natürlich noch so ein bisschen geschaut, wie wir es machen, damit es auch in der Optik der Gesamtsilhouette vom Boot entsprechend ein bisschen ansprechend aussieht und nicht jetzt irgendwo vom Winkel her da völlig wegrutscht und da am Heck irgendwie doof aussieht. Wir finden, das hat ganz gut geklappt und sieht dann jetzt auch ganz schön aus. Ganz oben zwischen Dach und den Trägern hier kommt auch noch ein Verkleidungsblech dran. Das kommt später noch. Deswegen sieht das jetzt hier noch so ein bisschen komisch aus, wenn der da übersteht. Wie gesagt, da kommt noch ein Verkleidungsblech dran. Und somit ist im Grunde auch der Außenbereich so grob fertiggestellt. Hier fehlen noch so ein paar Sachen, das zeigen wir aber dann, wenn wir sie entsprechend bauen. Aber wir sind natürlich jetzt dann so weit, dass eben diese Hilfsstützen, um das Dach zu halten, jetzt raus können. Die Last wird ja jetzt entsprechend hinten vom Heck übernommen, von den Heckträgern. Und somit können diese beiden Hilfsstützen hier wieder weg und stehen auch nicht mehr im Weg rum. Ja, so viel zum aktuellen Baufortschritt. Und jetzt noch ein Thema. Der eine oder andere hat es mitbekommen. Wir waren am letzten Wochenende eingeladen zu den Onwater Boat Days in Düsseldorf, von unserer Bootsfahrschule Onwater. Und deswegen haben wir uns natürlich auf den Weg nach Düsseldorf gemacht und sind der Einladung gerne gefolgt, haben uns hier einen kleinen Stand aufgebaut und den Tag dort sehr genossen. Unter anderem dabei auch der Christian Opper von der Omega Gray, unser Partner eben für die Antriebstechnik, für die Elektromotorantriebstechnik. Antriebstechnik, Batterien und alles, was da noch kommt. Super schöne Location hier im Medienhafen in Düsseldorf am Fuße des Turms. Es hat uns einen Riesenspaß gemacht, da dabei zu sein, mit den anderen zu quatschen und auch mit dem Christian hier zusammen unsere weitere Planung schon mal so ein bisschen durchzusprechen. Die ersten Details dann zu der Technik, die wir verbauen wollen und welche Leistungsstärken man wo braucht, Kabel und so weiter. Währenddessen hatten die Gäste der Onwater Boat Days hier die Möglichkeit, eben mit den verschiedenen Booten zu fahren, Probefahrten zu machen. Das haben viele genutzt, auch wenn das Wetter im Laufe des Tages ein bisschen schlechter wurde, zwischendurch geregnet hat, sind viele dennoch gekommen und sie hatten einen wunderschönen Tag bei den Onwater Boat Days. Deswegen an der Stelle nochmal vielen Dank an Mo von Onwater und seine gesamte Crew für die Einladung hier dabei zu sein. Und es war schon toll, sich eben auch mit anderen. Ihr seht hier zum Beispiel die blaue Beautiful Boats, ist auch ein Elektroboot, mit den anderen Lieferanten und Herstellern zu quatschen über diese Technologien und was da so die Zukunft bringt. Ja, das war schon eine schöne Sache dieser Tag und hat, wie gesagt, Riesenspaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.